Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Beim letzten Mal haben wir unsere Reise nach Helheim begonnen, um ja unseren Geliebten wieder zurückzubekommen, den guten Dillion. Und ja, bevor wir aber nach Helheim kommen, müssen wir uns zunächst mit zwei Göttern anlegen, dem Gott der Illusion und dem Gott des Feuers. Aber zuvor gucken wir uns mal noch ganz kurz an, was wir hier noch so für Infos kriegen. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip. And the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Okay, ja, damit habe ich echt nicht gerechnet. Gut, wen wollen wir zuerst herausfordern? Den Gott der Illusion oder den Gott des Feuers? Naja, fangen wir mit dem Gott der Illusion an. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Na dann, gehen wir mal hinein. Illusion, das wird auf jeden Fall ein interessanter Gegner, denke ich, wenn der mit Illusionen um sich herumwerfen kann, sag ich mal. Dann wird es wahrscheinlich schon eine Aufgabe, ihn überhaupt zu finden, hä? Kann ich mir vorstellen. Und ich mache mich natürlich immer auch auf die Suche nach diesen Steinen, bei denen uns Druth mehr über die nordische Mythologie erzählt. Da oben ist zum Beispiel einer. Und ich glaube, jetzt erfahren wir dann auch mehr über, ja, den Gott der Illusion, Valravn. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Aha, Odin ist also, ja gut, aus einem der Riesen entstanden. Wir haben ja gehört vorhin gerade noch, die Riesen waren ja das Erste, was entstanden ist. Das Erste, was aus dem Eis entstand, war der Riese Ymir. Aber gut, schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet und vor allem, wie uns Valravn entgegentreten wird, wenn er uns überhaupt entgegentreten wird. Bei Göttern der Illusion weiß man ja nie, ne? Da ist auf jeden Fall ein Tor mit seinem Zeichen. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Nicht meinen Augen vertrauen? Na klasse. Worauf soll ich denn dann noch vertrauen, wenn nicht auf die Augen? Na, das wird auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, aber wie können wir denn die Wahrheit dann offenlegen, ist die Frage. Da ist eine Brücke, die wir herunterlassen können. Ich mach ja schon. So, dann kommen wir jetzt hier rüber. Und hier haben wir offensichtlich so eine Schreine für Valravn. Und hier... Ah, guck mal. Das ist also die Illusion, die gar nicht existiert. Und jetzt können wir da einfach durch das Tor gehen. We mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there.
Okay. Ist die Frage, ist hier noch mehr? Gibt es hier noch mehr Illusionen oder war das die einzige? Also es wird wahrscheinlich noch mehr Illusionen geben, wenn wir es mit dem Gott der Illusionen zu tun haben. Der wird uns wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich nicht so einfach finden lassen. Mehr seiner Schreine. Es geht weiter hier. Ich mag es nicht, dass wir uns so quasi ihm einfach so nähern. Da ist schon wieder ein verschlossenes Tor. Ist das wieder nur eine Illusion? Oder kann ich das sogar aufdrücken? Ich vermute mal, hä? Tatsache. Es geht sogar einfach auf. Es gefällt mir alles irgendwie nicht so sehr hier. Da ist ein Tor. All that lurks within it. Can see you too. Das klingt ja nicht so nett. Alter, was ist denn hier passiert, ey? Ah. Wahrscheinlich ein Opfer. Ein Menschenopfer. Für den Gott. Ja, und nicht nur eins, wie ich gerade sehe. Da hängen ein paar. Da wollen wir uns nach Möglichkeit nicht dazugesellen. Und hier liegen auch noch ein paar. Eine Illusion. Na, klasse. Na, dann komm her. Dich mach ich fertig. Zack. Ich bin doch schon dabei. Na gut, dann trete ich dich halt erstmal, wenn du so verteidigen willst. Sehr schön, erledigt. Da kommt noch einer. Ich bin in einer guten Position, würde ich sagen. Daneben, mein Freund. Sehr schön. Noch einer? Ja, da kommt noch einer. Aber auch der hat natürlich keine Chance. Zack, zack. Ja, den habe ich fertig gemacht. Und den hier mache ich auch noch fertig. Und zack. Nicht schlecht, Freundchen. Ah. Wie viele kommen denn hier noch? Diese Diener bei Ravens oder der Götter generell, habe ich das Gefühl. Schön den Block durchschlagen und dann fertig machen. Da kommt ja immer noch einer. Aber auch der hat keine Chance. Und zack, und zack. Was, watch out? Wieso? Kommt hinter mir einer? Nee, irgendwie nicht. Warum habt ihr denn so geschrien? Oh, verdammt, das ist ein starker Schlag. Hätte ich aufpassen müssen. Ich dachte jetzt gerade, wenn sie... Ah, und jetzt ist das Tor offen, wenn sie... Ah, nee, das ist das falsche Tor. Wenn sie Watch Out schreien, dass dann hinter mir einer kommt. Sind das dann tote Nordmänner, die mich hier aufhalten wollen? Schon wieder ein Zeichen von ihm. Ein weiteres Zeichen des Gottes. Okay. Val Raven's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Okay, hier können wir erstmal uns die Illusion auf... Ach, da sind die Raben, alles klar. Also, ich glaube, das sollen Raben sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Einmal hinüber. Dann kann ich jetzt hier die Raben in eine Reihe bringen. Ach so, das muss das... Ah, das muss dieses Zeichen wieder ergeben. Alles klar. Und dann müssten wir jetzt die Tür öffnen können. Zumindest hoffe ich es. So, ist ja ansonsten noch ein Stein. Ich habe keinen gesehen. Keinen der Druf-Steine. Warte mal, vielleicht... Nur mal ganz kurz geschaut. Vielleicht, wenn ich die Illusion wieder umkehre. Ne, da ist nur eine Wand. Nur mal sicherheitshalber geschaut. Gut, nicht, dass die Steine dann am Ende auch verschwinden können. Durch eine Illusion. Man weiß ja nie. Okay, da vorne sind schon wieder Raben. It's like crossing into another world, that.
looks the same, but feels different. An imposter world. Where the forest itself is watching. Der Wald beobachtet einen. Ja, das Gefühl hat man ja tatsächlich öfter mal, ne? So, ich habe schon Raben gesehen. Ich müsste vielleicht erstmal das Tor finden. Kann ich die Tür einfach aufmachen? Nee. Ich müsste vielleicht erstmal das Tor finden, wofür ich die Raben brauche. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Kann ich hier einfach durch? Ja. So, hier kann ich wieder irgendeine Illusion... Ach, vielleicht von der anderen Seite. Okay, ich guck mir erstmal die Welt mit den Illusionen an. Ah, da vorne ist, glaube ich, auch das Tor, das ich suche. Vorne ist auf jeden Fall erstmal das Tor. So, da noch irgendwie ein Steinchen oder so. Ich meine, ein paar mehr Informationen, aber vielleicht finden wir die Steine auch noch auf dem Weg. Wie gesagt, hier gibt es ja einige Illusionen. Ja, ja, ich weiß, was zu tun ist. So, wir müssen wieder die Raben. Genau. So, jetzt hatte ich hier schon auf jeden Fall... Jetzt hatte ich hier auf jeden Fall schon mal sowas gesehen. Ändert das irgendwas? Ja, aber wahrscheinlich muss ich doch auch von hier, oder? Aber was macht das hier? Ah, alles klar. Dann gibt es jetzt hier einen Weg. Und der führt uns genau wohin? Oh Gott, mit so vielen Illusionen da zu arbeiten. Challenge me. Da ist er. Der Gott der Illusion. Wie zu erwarten natürlich von einem Gott der Illusion, ne? Fokussiere doch. Da drüben ist er. Okay, vielleicht können wir ihn sogar überraschen. Da ist auf jeden Fall wieder offensichtlich eine Lücke in der Mauer. Die nutzen wir aus. Da drüben steht er. Gucken wir mal, dass wir zu ihm rüberkommen. Hier gibt es eine Brücke sogar. Da ist er. Valraven. Natürlich. Wo ist er jetzt? Is she lost? Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots and rabbits. Uncommon, you see. We call such a person a gelt. Some, like Truth, become gelt in search of penance. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. Ah, Senua war also mal irgendwie im Wald gefangen, hat sich verlaufen. Habe ich da gerade so einen Stein gesehen? Oh ja, da ist ein Stein. Den kümmern wir uns vielleicht mal ganz kurz, wenn ich da hinkomme. Bevor ich den nämlich wieder vergesse. Also ein paar Informationen zu Valraven wären schon echt schön. Komme ich da überhaupt hin? Einfach so? Vielleicht gehe ich einfach erstmal weiter. Ich merke mir, dass da auf jeden Fall noch ein Stein ist. Ich frage mich, da oben ist Valraven auch wieder. Er scheint sich echt zu amüsieren mit diesem Spielchen, habe ich das Gefühl. Ich mache erstmal natürlich nochmal dieses Tor hier auf. Je mehr wir aufmachen, desto besser. Ja, ich vermute mal ganz stark, sobald ich hier hochgeklettert komme, ist er wieder weg, oder? Dieser verdammte Illusionsgott. Natürlich. Aber er zeigt mir immer, wo ich lang muss, scheinbar. Was ein netter Mensch. Aber was genau ändert das jetzt? She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get out?
Ah, da ist dann eine Treppe, alles klar. So, da ist der... Aber wie komme ich da hin? Nun gut, haben wir erstmal soweit alles, glaube ich, die illusionsmäßig... Ja, das ist jetzt die Frage. Macht das Valravn oder sind wir das, der die Illusion hier aufdeckt? Ich meine, Valravn zeigt uns ja offensichtlich auch die ganze Zeit ganz böse, wo wir hin müssen. Kann ich hier einfach hochklettern? Ich glaube, es ist zu hoch. Na gut, ich kann ja erstmal hier hochgehen. Alter, die Stimmen, ey. So, und kann erstmal das Tor aufmachen. Schon mal gut. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da rüber? Das ist nicht gut. Follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Ja, das habe ich gemerkt. Die Frage ist immer noch, wie komme ich da hoch? Da ist ein Übergang scheinbar. Da ist Valravn gewesen. Komme ich von hier da vielleicht hoch? Nee, hier ist auch zu. Da komme ich doch aber auch nicht hin, oder? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ich will hier die Illusion natürlich nicht wieder zumachen. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht mache ich mal einen ganz kurzen Cut, um mal den Weg dahin zu suchen. Weil das braucht ihr euch ja jetzt nicht alles ansehen, wie ich hier danach suche. Nee, da hoch kommt man nicht. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es irgendwie zu diesem Stein hochgeschafft habe. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe es herausgefunden. Man musste diese eine Illusion hier wieder rückgängig machen. Und zwar diese da. Dann entsteht hier nämlich ein Weg und man kann hier hinkommen. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Okay. Krass. Alles klar. So viel zu Odin also. Na, dann machen wir uns mal weiter. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt nicht vielleicht ein paar Steine übersehen haben, aber ich wüsste auch nicht wo. Aber gut, gucken wir einfach mal weiter. Wir werden schon irgendwie noch fündig werden. Im Notfall haben wir ja auch noch einen Rückweg, bei dem ich dann eventuell nochmal schaue, dass wir da alles Mögliche mitnehmen vielleicht. Damit wir das auch wirklich zusammenkriegen. So, und jetzt hier aber durch. Jetzt können wir hier endlich durch. Alter, was ist das denn hier? Ja, wenn es nur so einfach wäre. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Hm. Das ist sehr beruhigend. Ein anderer Weg. Da schauen wir mal. Gucken wir mal hier durch. Hallo? Das sieht irgendwie nicht gut aus hier. Mag mir überhaupt nicht gefallen. Ist jetzt gerade der Ausweg verschwunden. Ich glaube, der Ausweg ist gerade verschwunden. So ganz bin ich mir nicht sicher, ob es sich bei dem Typen. Ob sich bei dem Typen hier nur um den Gott der Illusionen handelt. Weil offensichtlich werden hier auch Sachen einfach echt. Also wahrscheinlich kann er Illusionen echt machen oder sowas. Noch einer. Oh, zwei. Das wird jetzt ein bisschen trickier.
Ja, ganz ruhig, mein Freund. Du brauchst nicht so dumm dastehen. Du kriegst auch noch aufs Maul hier. So, einfach kriegt er mich nicht, Freunde. Schön noch abgewehrt. Mist. Das war knapp. Boah. Einer ist tot, sehr gut. What the fuck? Das war ein bisschen spät, Freunde. Das hätte da mir ein bisschen eher Bescheid sagen sollen. Boah, verdammt. Das ist echt nicht schön gerade. Ach, komm schon. So. Jetzt schlage ich zurück hier. Sehr schön. Waren das alle? Das war nochmal richtig knapp. Okay. Puh. Da ist auf jeden Fall ein weiterer Stein. Kann ich da einfach hochklettern? Jawohl. Da ist ein weiterer der Steine. Ja, dann gucken wir doch mal. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okay. Interessant. Sehr viele Informationen tatsächlich zu Odin und wie sie ihre Welten erschaffen haben oder ihre Kräfte bekommen. Mich würde aber tatsächlich ein bisschen mehr interessieren, wer denn nun eigentlich oder wie Ryl Raven da zu dieser ganzen Fraktion gehört, muss ich mal ganz klar sagen. Weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da ist er schon wieder. Wieder seine verdammten Statuen. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Stein. Was sagt der uns denn? The Northmen say that Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide, and for this reason, he is called the Raven God. Was, Odin? Cinema. Like Odin, you must seek wisdom through thought and memory, if you are to succeed in your quest. Aber ist Valraven dann Odin, oder wie? Aber diese Illusion hier macht irgendwie gar nichts, oder? Soll Valraven dann Odin sein? Oder wie darf ich das verstehen? Das wäre ja... Dann würden wir ja einen der stärksten Götter wahrscheinlich hier gerade herausfordern. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Na, wir sehen mal weiter und schauen mal. Wir schauen mal weiter, was wir hier ansonsten noch für Informationen kriegen. Vielleicht zu Valraven. Okay, so, wir müssen aber wahrscheinlich erstmal wieder irgendeine Tür öffnen. Eieiei. Da sind ein Haufen Brücken, die wir runter machen können. Er zeigt mir auf jeden Fall was an. Was genau ändert das denn? Kann das sein, dass die Dinger vielleicht erst was ändern, wenn ich da vorne das Teil aktiviert habe? Ich habe das Gefühl, die machen gerade alle noch nichts. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wer weiß das schon. Deswegen aktiviere ich hier erstmal das Zeichen. The song.
Welcher ist der richtige? Welcher von den beiden ist der richtige? Das ist die große Frage gerade. Ich soll hören, aber ich habe nicht wirklich was gehört, wenn ich ehrlich bin. Was machen die Teile hier? Die machen überhaupt nichts. Da bin ich gerade so ein bisschen... Ruth hat uns geholfen. Kann ich nicht? Na, dann schauen wir doch mal. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht eine Brücke auftaucht oder so, aber das ist scheinbar nicht der Fall. Dann probieren wir vielleicht doch den anderen Valraven. Jetzt bin ich durch die ganzen Illusionen tatsächlich etwas verwirrt. Muss ich fairerweise sagen, da hat das tatsächlich hingekriegt. So, was machst du hier? Was ist da? Ah ja, okay. Da haben wir doch tatsächlich mal ausnahmsweise was. Sehr schön. Ich dachte schon, irgendwie war ich hier gerade ein bisschen... Dachte ich schon, ich steckte fest, aber... Scheinbar kommt man hier zumindest etwas weiter noch. So, da oben ist der erste Valraven. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der echte ist. Wirklich was gehört habe ich nicht. Aber gucken wir mal, ob wir überhaupt zu dem kommen können. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Alles klar, der zerstörten Brücke. Jetzt kann ich theoretisch hier hochgehen. Und dann käme ich zu dem Valraven. Ja, hoffen wir mal, dass wir die richtige Entscheidung treffen. So, da ist er, oder? Naja, natürlich ist er wieder weg. Das habe ich erwartet. Was macht denn das jetzt hier? Ah. Ich muss also wirklich zu beiden... Okay, wir müssen erstmal die Anzahl an Raben reduzieren. Out in the wilds. In the cold winter woods. She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Ich glaube, wir müssen erst die Raben reduzieren. She remembered her promise. She resolved to fight on. And cure every valiant which had become part of her. Jetzt ist hier auch eine Brücke, sehr schön. Das hat vorhin ja noch nicht geklappt, da hatte ich ja erwartet, dass das klappen würde. Jetzt noch nach unten. Ich glaube, da waren wir schon. So, da ist wieder eine Tür, die wir wahrscheinlich nicht von der Seite aufmachen können, oder? Ihr seid ja so witzig. So, da kann ich erstmal wieder eine Brücke runterlassen. Ich weiß nicht, ob ich dann dadurch auch noch durchgehen muss, um noch mehr die Raben zu reduzieren. Mach es einfach mal. Und sehe mal, was passiert. Nichts. Ich weiß nicht, was es mit diesem Teil auf sich hat. Um ehrlich zu sein. Ich meine, ich müsste eigentlich durch diese Seite durch. Ha, nicht sicher. Gut, ich muss aber irgendwie erstmal... Vielleicht hat das jetzt hier irgendwas verändert. Ich muss ja irgendwie noch da hochkommen. Irgendwie muss ich hier ja noch hochkommen zu ihm da, zu Valravens Illusion. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Illusion ist. Dafür muss doch dieses Teil da wichtig sein, oder nicht? Das muss mir doch irgendeinen Weg zeigen. Oder nicht? Ah, jetzt sehe ich's. Oh Gott. Ich bin aber auch heute blind, kann das sein? Finde den Fehler ist bei mir scheinbar ein bisschen schwieriger. Ich finde wohl öfter... den Fehler mal nicht so einfach. So, dann kann ich erstmal hier die Tür aufmachen. Falls wir nachher das Ding wieder verschließen müssen. Vielleicht ist dann ja hier wieder irgendwas drin. Wo man noch ein paar Informationen bekommt. So, sehr schön.
Ich kann auf jeden Fall noch darüber, bevor ich da hochgehe. Da ist noch ein Stein. Guck mal einer an. Na dann, was hast du mir denn jetzt zu erzählen? The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Okay, irgendwie komische Geschichte von Odin hier. Ah, ich ahne, was ich machen muss. Okay, deswegen musste ich die Tür nämlich doch aufmachen. Wir müssen jetzt die Illusion wieder zurücksetzen, weil wir müssen da ja rüber. Das ist der Grund, warum ich die Tür aufmachen musste. Was? Hier eigentlich? Nichts. Das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum ich die Tür aufmachen musste. Das erklärt zumindest einiges, muss ich mal ganz klar sagen. Das erklärt das zumindest. So, deswegen habe ich die Brücke runtergelassen und die Tür aufgemacht. Weil jetzt kann ich das hier wieder verschließen, quasi, mit Hilfe der Illusion. Warum klappt denn das nicht immer? Ah, ich muss dabei fokussieren. Deswegen hat es nicht immer funktioniert. Bei diesen Toren muss ich scheinbar fokussieren, damit es funktioniert. Interessant. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Das könnte erklären, warum ich vorher so ein bisschen keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Bei denen muss man... Ist ja auch ein bisschen blöd, muss ich sagen, dass es manche Tore gibt, bei denen man nicht fokussieren muss und manche, bei denen man fokussieren muss. Im Endeffekt ändert das aber überhaupt nichts an der eigentlichen Tatsache, was man machen muss. Nämlich einfach nur durch das Tor durchzuschreiten. So. Dann reduzieren wir mal weiter die Raben hier. Ja, jetzt sehe ich es auch. The Ravens. They will go. No. There's still three. Where have they gone? Ja, drei sollten ja noch da sein. Die brauchen wir ja, um das Tor zu öffnen, ne? So, wo sind denn jetzt die drei da noch? Okay, irgendwo von da. Ich glaube, das... waren sogar die, die ich schon erwartet hatte. Muss ich näher? Wahrscheinlich. Wenn ich sehe es doch. Jetzt haben wir's. Nein? Komm schon. Sehr schön. Damit können wir endlich rein. Boah, das war ja ein... ganz schöner Akt hier. Der Valraven hat schon ganz schön fiese Rätsel hier. Ganz schön viele fiese Illusionen eher. Na dann, mach auf hier. Da ist er wieder, der Valraven. Natürlich ist er weg. Wie sollen wir den denn jemals bekämpfen, ey? Er ist schon wieder ein Tor? Ach, komm schon. Jetzt ist er langsam mal gut mit den Toren, mein Guter. Ah ja, ich find's schon irgendwie raus. Alles klar. Eine letzte Illusion. Hier komme ich irgendwie nicht hoch. Vermutlich... Ah, okay. Vermutlich muss ich erstmal da hoch. Und die Illusion irgendwie ausschalten. Aber wie komme ich da hoch? Hier kann ich auf jeden Fall durch. Flop. Ah, und hier ist eine Leiter einfach. Gut, das macht es natürlich einfach. Das macht es einfacher mit einer Leiter.
Ist das hier der Baum dann, von dem sich Odin gehangen hat? Ich frage mich jetzt halt die ganze Zeit wirklich. Okay, was genau hat sich jetzt verändert? Ah. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finden. The Northmen captured Finden's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Finden made his escape. What was Finden? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Finden never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Ah, alles klar. Das war also Drews Geschichte. Ich habe mich schon gerade verwundert, was er hier für eine Geschichte erzählt. Aber okay, das war seine Geschichte. Alles klar. Oh Gott. Jetzt nochmal. Ich hoffe mal, die Äste sind keine Illusion jetzt. Eieieiei. Vorsichtig. Sehr schön. Okay, wir haben es schon mal bis rüber geschafft. So, und jetzt die Raben. Sehr schön. The gate is open. Open. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 You led me to the wilds. You trapped me there. Da haben wir ihn jetzt also, Valraven. Wow, der legt gleich mal richtig los hier.
sehr schön erstmal geblockt hier. Oh Gott. Was ist denn jetzt, ey? Alter. Aua. Alter, der legt aber gleich ganz schön los. Der Olle, der legt gleich ganz schön los. Und ich fühle mich gar nicht mehr gut, aber ich kann kontern. Du hast keine Chance, Freundchen. Okay. Okay, ich glaube, bei ihm sollte ich auf die Schnellen setzen. Nicht irgendwie die Starken. Sehr schön. Und immer schön kontern hier. Mein Spiegel scheint aufgeladen. Okay, aber er schickt erstmal irgendwelche anderen Leute hier vor. So, machen wir ihn erstmal fertig. Wie viele schickst du von denen? Surprise him ist gut. Wie soll ich ihn denn überraschen? Boah, er kann auch kontern, ey. Nicht schlecht. Das hätte ich ja gar nicht von ihm erwartet. Sehr schön. Ihn gleich auch erledigt. Und der andere ist, glaube ich, ist noch nicht erledigt. Dann ihn fertig machen hier. Schön den Block durchschlagen. Das war knapp. Das war echt knapp. Okay. Ah. Gut gesagt, dass es gleich vorbei ist. Und tschüss. Da ist er wieder. Weil Raven. Sehr schön. Wieder rausgehauen. Eieiei, der hat echt schnelle Angriffe mit seinen komischen Sicheln hier. Was denn jetzt? Sehr schön, ich habe ihm seine eigene Sichel wieder. Werde ich nicht. Oh verdammt, da sollte ich ausweichen, glaube ich. Wenn er so angesprungen kommt. Das kann ich nicht blocken. Alter, was war das denn? Warte, ich sagte auch gerade, soll ich ausweichen? Ich bin doch schon oben. Sehr schön, erledigt. Hallo, Randa Senua. Schön zu Boden gebracht, den Alten hier. Komm schon. Na? Die kriegst du gleich zurück, mein Freund. Und wieder erledigt. Und jetzt gibt's wieder volles Rund aufs Maul hier, weil Raven, ein Gott, dass ich nicht lache. Oh Gott, okay. Aha. Und wieder kriegst du einen ab. Okay, jetzt. Er hat sich wieder wegteleportiert, aber diesmal bin ich ausgewichen rechtzeitig. Da kriegst du ihn wieder zurück, mein Freund. Wow. Oh. Das war zu viel. Okay, zwei Gegner wieder. Das sind wahrscheinlich sogar nur Illusionen. Aber euch mache ich fertig. Illusion oder nicht? Ja, ich hab's alle im Blick, meine guten Stimmen. Und tschüss. Noch einer? Ich mach doch schon. Da ist noch einer. Da ist noch zwei, sind da noch. Eieiei, das war knapp. Ich find's ja schön, dass man zumindest sieht, wie man ihn geschadet hat. Na, das lasse ich nicht so einfach mit mir machen, mein Freund. Okay, drei Gegner. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Mist, da müsste ich eigentlich ausweichen. Zum Glück geht Blocken auch. Bin ich gerade ein bisschen aus dem Rhythmus. So, ihm ordentlich eine reingehauen. Er da noch. Der steht mir hier ein bisschen zu weit außen von den Ganzen. Bisschen wieder alle schön in die Sicht kriegen. Och, Leute. Einer nach dem anderen, bitte. Mist. Ah. Kann der jetzt endlich mal sterben? Der ist doch schon fast tot. Aber ich bin auch fast tot. Ich muss echt aufpassen. Die sind, glaube ich, alle fast tot, hä? Jetzt habe ich es wieder. Tschüss. Ja, oh, sorry. Ja, ich weiß, ich musste ausweichen eigentlich. Wieder einer tot. So, und jetzt gibt's auch das Maul für dich. Geht doch.
So, jetzt müssen wir unseren Spiegel benutzen, um ihn in die Welt der Sichtbaren zu holen. Wie uns gesagt wird, fokussieren müssen wir da. Wenn man da nicht fokussiert, wird es echt ein Problem. Weil dann macht er einen einfach fertig in seiner Illusionswelt. Sehr schön. Man muss halt, also wenn man den Spiegel da nicht aufgeladen hat, dann muss man ihn aufladen. Ich muss auch fokussieren. Er ist schon wieder in seiner Illusion. Aber das ist halt das, was ich auch so schön finde. Die Stimmen verraten einem halt auch einfach, was man machen muss. Das klappt irgendwie nicht so gut. Das klappt aber gut. Das ist halt das Schöne. Dadurch muss man... Ja, ich fokussiere doch schon. Und dadurch muss man nie irgendwie raten, was man eigentlich genau machen muss. Weil die Stimmen einem einfach immer sagen, was man machen muss. Boah, wie oft machst du das noch? Ah ne, er ist gar nicht in der Illusion gerade. Er hat sich gerade nicht illusioniert. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Alles klar, damit haben wir den ersten der Götter, Valravn, den Gott der Illusion, getötet. Weiß immer noch nicht, was Odin damit zu tun hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, Odin, es wurde hier immer von Odin gesprochen und dass er halt auch der Rabengott ist. Was mir tatsächlich neu ist, aber wie gesagt. Jetzt sieht sie auch gleich schöner aus, ey. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. Ja, ich glaube, das kennt jeder zu gut, oder? Wenn man alleine im Wald ist und man plötzlich überall irgendwo Gesichter sieht. Gerade als man jung war, ne? Kennt das bestimmt der ein oder andere noch aus seiner Kindheit. Aber ja, wie gesagt, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Da ist ein Gesicht. Mother. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld. The underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness.
But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. Ja, also so viel also zur Mutter, die offensichtlich auch von der Dunkelheit genommen wurde. So wie Senua ja scheinbar gerade passiert. Aber ja, wie gesagt, ich muss selbst nochmal... Ich glaube, ich schaue jetzt nach der Folge einfach mal nach, was es mit Valravn auf sich hat. Und ob der vielleicht irgendeine Verbindung zu Odin hat in der nordischen Mythologie. Weil wie gesagt, Valravn selbst sagte mir tatsächlich jetzt gar nicht so viel. Aber gut, beim nächsten Mal... werden wir uns auf jeden Fall daran machen, das Tor endlich zu öffnen, wollte ich gerade sagen. Ah, hier kommt einfach einer. Wow, ganz ruhig, Freundchen. Mist, da hätte ich ausweichen sollen. Ja, ja, ich erinnere mich an mein Training. Alter, wie viel hält denn der aus? Da kommt ja noch einer. Oh, da ist noch einer. Schön, ja, schön wieder beide im Visier haben. Ich wollte gerade sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, aber nee, die wollen hier nicht. Die wollen hier gern noch ein bisschen kämpfen. So, der da ist ja nicht so schwierig. Der hier scheint ein bisschen stärker zu sein, der Linke. Oh, man kann auch den Starken abwehren, also kontern. Ich habe das nie so richtig hingekriegt mit dem Timing, deswegen war ich mir wahrscheinlich nie so wirklich sicher. Und noch einer, ehrlich. Zweie noch. Noch einer, dreie. Na klar, Freunde. So, der da ist fast tot. Und der Spiegel lädt sich auch auf. Ich glaube, den können wir theoretisch auch benutzen. Um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Aber ich würde den gerade, ich meine, momentan ist es echt nicht nötig. Ich würde den eher für Stellen aufheben, wenn ich dann kurz vorm Tode bin. Noch einer. Oh, mit Schild. Mit Schild, der ist ja fies. Der muss ich erst den Schild wegtreten, hä? Ja. Alter, wie viel der aushält. Wow. Ganz ruhig, Freundchen. Ich schlag dir erstmal wieder den Schild weg. Und dann gibt's aufs Maul. Gottes Willen, ey. Da kommen ja jetzt noch deutlich stärkere. Ja, eine weitere Aufgabe, ich weiß. Da kommen jetzt offensichtlich noch deutlich stärkere Gegner. Aber ich würde sagen, wie wir uns aufmachen zu Surt, dem Gott des Feuers, das... seht ihr dann aber tatsächlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice. Bis dahin. Ciao.